Zahlen begleiten unser Leben. Ganz gleich, welche Zahlen Ihnen am Herzen liegen, unsere Leidenschaft sind die Zahlen der Finanzwelt. Deshalb arbeiten unsere professionellen Fondsmanager täglich daran, mehr aus ihrem Geld zu machen. Schon ab 25 Euro monatlich können Sie mit einer Geldanlage in Investmentfonds entspannt in die Zukunft blicken. Jetzt in Ihrer Bank. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen. So. Ruhepuls ist wieder da und es geht zum nächsten emotionalen Stimmungshöhepunkt. Die Mühlenkreisauswahl hat ein richtig dickes Brett zu bohren, wenn sie treffen auf ein richtig gutes Hertha BSC Berlin. Also ich sag's vorab, es wird sauschwer. Und weiter kommen hier wäre eines der größten Sensationen in der Freeway Cup Geschichte. Also Unterstützung ist da, an der mangelt es hier nicht. Tolle Atmosphäre jetzt hier in der Kreissporthalle. Das kann Kräfte freisetzen. Hertha mit 3 Siegen in der Vorrunde, Gladbach, Hannover und die Bayern geschlagen. Nur gegen würdig richtig gute Mainzer haben sie knapp mit 2:1 verloren. Bisher setzen sich in den Achtelfinals immer die Favoriten durch. Favoriten nehmen wir jetzt immer die Mannschaften, die im Tableau sehr weit oben standen. Hertha schloss die Tabelle als Gesamtvierter ab. Die Mühlis als 13. Hertha mit tollen Einzelspielern. Hier dem ersten Schussversuch geblockt von Simon Kröger. Vom FC Preußen Espelkamp. Wichtig, dass sie jetzt nicht zu viel Platz lassen. Immer wieder aktiv sind, das haben sie hier gut gemacht. Und dann nach Ball gewinnen, immer wieder versuchen umzuschalten, aber hier super Gegenpressing von Hertha. So, erster Wechsel ist vollzogen nach 2,5 Minuten. Aber Aufbau über Kilian Rische, der jetzt in der gegnerischen Hälfte ist. Selber schießt, gute Parade, Nachschussmöglichkeit. Könnte es da geben in der Ecke für Timon Wichmann. Immer noch Wichmann am Ball. Ball zurückgelegt, Abschlussversuch von Max Tupek. Erster kleiner Nadelstich. Erste kleine Offensivaktion unserer heimischen Auswahl. Das war ein bisschen billig. Dieser Mix aus mutig sein, aus offensiv sein, aber nicht zu offen stehen. Das ist die Kunst. Das ist die Gratwanderung. Das ist die Rasierklinge, wo die Mühlis drauf wandern. Jetzt gibt's Freistoß. Gepfiffen von David Jackson. 22 Jahre jung. Sein erster Freeway Cup. Darf gleich ein K.O.-Spiel und dann auch noch
das K.O.-Spiel im Mühlengrasauswahl pfeifen. Das ist mal eine Ehre und Auszeichnung für den jungen Schiedsrichter. Hat das bisher in seinen 3 Auftritten super gemacht und bekommt das Vertrauen für diese nicht ganz unwichtige Partie. Oh, das war ein bisschen unzureichend geklärt. Nächste Möglichkeit, klasse Riesche. Hält da den Ball. Wichtig, jetzt wieder aktiv sein. Druck auf den Ball bringen, immer wieder wichtig. Schieben raus, das machen sie gut. Das Zauberwort ist Mut. Ohne den wird es nicht gehen. Mutig attackieren, mutig und frech nach vorne spielen. Sieht gut aus bisher. Ja, da muss erstmal schauen, mit wem haben wir es hier zu tun. Schuss versuchen, dann der Treffer. Von wegen müssen schauen, mit wem haben wir es zu tun. Anton Kade war da, der Torschütze. So, der Halle ist das ziemlich wurscht. Die haben Bock. Die unterstützen. Da haben sie Rische ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Es fehlt so ein bisschen an der Aufbaustruktur. Das haben wir gestern schon gesehen. Da waren sie letztes Jahr in guten Phasen aber ein Stück stärker. Ein bisschen mehr in den Abläufen drin. Ja, sicherlich der auffälligste Mühli-Spieler, zumindest für mich, Mike Bartin. Jetzt der Ballverlust da vorne. Wird nicht bestraft. Da ist Bartin wieder am Ball. Johnny ist sehr frech. Kommt jetzt den Freistoß gegen sich, weil er an der Bande festgehalten. Richtige Entscheidung. Da müssen sie enger stehen. Da dürfen sie nicht so viel Platz lassen. Auch da wieder. Muss ein Spieler drauf. Das ist eine Gleichzahl in der Halle, 4 gegen 4. Gibt es klare Zuständigkeiten. Ah, da wieder dieser Tucken entschlossen hat mehr. So ein Tucken mehr den Fuß raus. Simon Kröger in dem Moment. So diese paar Zentimeter einfach, die dann mal fehlen. Die aus dem Stören dann auch einen Ballgewinn machen. So, breite Brust jetzt. Nur diesen Freistoß, links im Blick, lösen die Mauer da so ein bisschen auf. Gut geblockt, gut verteidigt. Und jetzt mal mutig sein. Abschluss suchen! Schade, guter Versuch. Luan Peterini. Jawohl. Gut gemacht hier von Simon Kröger, Ball abgeschirmt. Ja, auch da mutig sein. 1 gegen 1 suchen, sonst wieder zurückspielen. Keeper mit sehen und die Kugel laufen lassen. So ist das gut. Thiago Rotermund, Entscheidung treffen. Sie diese Rische-Bälle noch mehr spielen könnten, wenn sie da etwas bessere Abläufe kämen, dass es dann nicht immer dieser Zufallsschuss sein muss, sondern wo durch ein freier Mann eingespielt wird. So, da war der Ellbogen draußen. Oder blutet, glaube ich. Platzwunde bei Simon Kröger. Schwer, sie da jetzt den Ellbogen bekommen. Erwischt wurde auf jeden Fall, aber glaube ich keine Absicht.
auf jeden Fall jetzt behandelt werden. Also nächster Block bei den Mühlis auf dem Feld. Schade. Guter von Marcel Kunkel. Max Tupek und Kunkel attackieren da jetzt. Vorne und der Ballgewinn. Genau das brauchen sie. Klasse Parade von Jasper Köhn. Handspiel wird da gefordert. Aber für mich war der Arm da auch ganz nah am Körper angelegt. Zumindest meine erste Wahrnehmung. Also Tupek und Kunkel machen das gut da vorne. Etwas energischer am Anlaufen. Etwas mutiger, dann auch die Bälle zu erobern. Hier attackiert jetzt Mike Nicol. Nicht so zögerlich. Wie vielleicht eben. Es steht nur 0-1. Bis dato ist alles möglich. Ein Tor. Bis zum 9-Meter-Schießen. Fehlpass hier von Tupek. Mit vereinten Kräften nochmal vorgelegt, aber der Ball geht rüber aus Mühli-Sicht, Gott sei Dank. Jamil Naya mit dem Schussversuch. Also 5 Minuten noch in dieser Partie. Können die Mühlis hier für die Riesensensation sorgen? Die Jungs von Daniel Bönker und Bernd-Uwe Humbracht. Trainerteam ja im zweiten Jahr für die Auswahl zuständig. Haben richtig gute Kritiken bekommen für ihre Arbeit im letzten Jahr. Einen tollen Auftritt hingelegt. Etwas überhastet. Mehr Ruhe, Jungs, mehr Ruhe. Dann hätte das richtig gefährlich werden können. Aber sie kommen zu Chancen. Berlin ist ja nicht die Übermacht. Da haben wir Bernd-Uwe Humbracht, mein Kollege Bönker, traditionell immer links neben dem Tor. Meine Trainer haben sich da verteilt und aufgeteilt. Halle kommt nochmal. 3 Minuten. Die fighten, sie kämpfen. Sie haben jetzt die Chance zum Ausgleich. Was für eine Möglichkeit. Timo Wiechmann. Eckball. Hier sehen wir es noch. Boah. Da haben wir Daniel Bönker, den Lübecker Trainer. Für die Auswahl haben jetzt das Foul und haben, wenn es doof läuft, eine 2-Minuten-Strafe. Uhr ist angehalten. Da haben wir David Jackson, der verzichtet auf die 2 Minuten. Haben die Mühlis mal nicht Glück gehabt. Trotzdem jetzt natürlich eine ganz gefährliche Freistoßposition. Von da kann getroffen werden. Die schmeißen sich dagegen. Klasse, ein bisschen mit Glück und Geschick. Jetzt die Konter-Situation. Nächste Möglichkeit vielleicht für die Mühlis. Nein, Ball geklärt. Gut aufgepasst da von Mladen Kinetjonic
Fürther bis Sibbelin. Wenn ihr uns zuschaut, gerne Fotos machen mit dem Hashtag FEC19. Facebook, Instagram, postet eure Bilder in den Stories. Wir greifen das gerne auf, Hashtag FEC19. Jetzt hat die nächste Chance für die Berliner, Schuss wieder geblockt. Also die Mühlis schmeißen sich rein, die Mühlis hauen alles rein. 1,50 vor Ende. ...1,30 vor der Uhr. Die Mühlis brauchen den Ball. So, jetzt haben sie den Ball. Wechseln nochmal. So, jetzt mit voller Kapelle Richtung Ausgleich, Richtung Sensation. Holt euch das Ding hin! Mike Martin kommt dann nicht ganz zum Abschluss. Ihm wäre es doch zu gönnen. Dem Spieler der JSG Lohe. Habe ich den Mike Martin schon nach Lohe verkauft. Wieder natürlich bei Preußen S bekam. So, 49 Sekunden jetzt. Da haben wir wieder Martin. Setzt sich durch. Den Ball hätte er vielleicht lieber zurückspielen sollen. Freistoß, ja, hat sich ein paar Mal festgehalten. Halle ist voll da. Es geht jetzt ans Eingemachte. Schaffen die Mühlis, die Sensation. Wir haben noch gut 30 Sekunden auf der Uhr. Es ist der fünfte Feldspieler auf der Platte. Marcel Kunkel ist das. Martin kriegt den Ball nicht verarbeitet. Jetzt die Riesenchance für die Berliner zum Konter. Abschluss gegen die Bande. Abschlussmöglichkeit. Gehalten. Was für eine Parade von Marcel Kunkel. Torwartspiel gehört jetzt nicht zu seinen Kernkompetenzen. So, klasse aufgepasst. Gibt es nochmal die Möglichkeit. 17 Sekunden. Die Mühlis brauchen den Ball. Kein Foul jetzt. Löst das fair, da kommt das Foul. 11 Sekunden auf der Uhr. Berlin spielt es jetzt aus. Berlin spielt es aus. Berlin macht das 2:0 durch den Kapitän. Durch Tim Schliemann. Dem wir das natürlich gönnen, aber noch mehr hätten wir uns natürlich hier für die Halle die absolute Sensation gewünscht. Trotzdem, Riesenkompliment für mich. Der beste Auftritt der Mühlenkreisauswahl. Richtig gutes Spiel gemacht. Gegen eine richtig gute Hertha-Mannschaft. Glückwunsch an die Hauptstadt nach Berlin. Und hier haben wir nochmal die Abschlusstabelle. Da sehen wir, wie gut Hertha war. Als Dritter abgeschlossen. Richtig stark die Berliner. Dortmund, Schalke, Leipzig, Frankfurt dahinter. Und jetzt gibt es die Verabschiedung.